Hallo und herzlich willkommen zu Kilgore Street Magic. Ihr seid hier auf meiner Tutorial-Reihe gelandet, wie lerne ich richtig zaubern. Und zwar bei dem Part 2. Heute geht es um die Grundregeln der Zauberei. Das sind auf jeden Fall wichtige Regeln, die ihr beachten solltet, bevor ihr überhaupt mit dem Zaubern anfangt. Regel Nummer 1. Üben, üben, üben. Das ist eine der wichtigsten Zauberregeln überhaupt. Wenn ihr einen Trick nicht geübt habt, nur wisst, wie er funktioniert, wird er vor eurem Publikum auf jeden Fall nicht sofort klappen. Ihr solltet ihn so mindestens 10, 20, 30 Mal geübt haben, je nachdem, wie schwer der Zaubertrick ist. Und ich würde empfehlen, dass ihr 5 bis 10 Mal diesen Trick perfekt vor dem Spiegel vorführt. Wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr auch zum Publikum gehen und der Trick wird auf jeden Fall gelingen. Regel Nummer 2. Einmal und das war's. Führe jeden Trick nur einmal vor dem gleichen Publikum vor. Wenn ihr es ein zweites Mal vorführt, steigt die Chance, dass die Leute euch mehr auf die Finger schauen und den Trick dadurch natürlich herausfinden. Beim zweiten Mal gucken sie euch nämlich genau auf die Finger, weil sie ja den Ablauf des Tricks sowieso schon kennen und dann natürlich sich auf andere Sachen spezialisieren. Regel Nummer 3. Ruhig bleiben. Du hast den Trick sicherlich geübt, 5 oder 10 Mal vor dem Spiegel perfekt vorgeführt, dann kannst du den Trick auch. Bleibe ruhig und immer bei dem Gedanken bleiben, ich schaffe das. Wenn ihr unsicher seid, solltet ihr nicht vor ein Publikum treten, weil dann steigt das Risiko, dass ihr Fehler macht. Regel Nummer 4. Verrate niemals einen Trick. Das wird euch jeder Zauberer sagen, dem ihr begegnet. Ich gehe bei der Sache ein klein wenig anders ran. Ich finde, ihr solltet nicht jedem den Trick verraten, natürlich. Aber wenn ihr jemanden habt, der vielleicht Potenzial hat und wirklich Lust dazu habt, ne, genauso wie meine Community hier, dann ist das auch okay. Ihr solltet jetzt nicht überall diese Tricks verraten, aber ihr solltet sie auch nicht totschweigen. Es gibt viele Leute, die zaubern wollen, aber an solche Zauberer geraten, die keinen einzigen Trick verraten. Diese versuchen sich natürlich durch YouTube und Co. irgendwie diese Tricks anzueignen. Genauso wie ich am Anfang angefangen habe. Es hat lange gedauert, bis ich wirklich Kontakt zu anderen Zauberern hatte, beziehungsweise überhaupt Tricks verraten bekommen habe. Natürlich wollen die am Anfang sehen, ob man wirklich Potenzial hat. Ist auch völlig in Ordnung. Ihr solltet auf jeden Fall nicht jedem die Tricks verraten. Wenn aber meinetwegen euer kleiner Bruder oder so vielleicht Interesse am Zaubern hat, könnt ihr natürlich einen kleinen Münztrick oder so verraten, den er seinen Freunden zeigen kann. Wenn es jetzt um Großillusionen geht, sollte man natürlich diese nicht unbedingt verraten, weil die natürlich auch sehr viel Geld gekostet haben. Wenn ihr die zum Beispiel kauft und ihr gebt 150 oder teilweise auch 1000 Euro dafür aus, das sind noch die billigen Großillusionen. Und ihr verratet den Trick. Denn verratet ihr den Leuten den Trick völlig umsonst und die können sich diese Sachen natürlich meistens dann auch selber basteln. Natürlich nur, wenn sie handwerklich begabt sind. Aber es gibt natürlich Leute, die sich selber sowas basteln können. Ich finde, entweder sollte man selber diese Großillusionen rauskriegen oder man sollte sich diese kaufen. Es gibt auch viele Läden, wo diese Tricks verraten werden. Das sind aber spezielle Seiten, wo nicht jeder raufkommt. Und dort werden die Tricks verraten, genau wie es funktioniert. Und da ist auch alles ein bisschen billiger. Man bezahlt mich nicht dafür, um den Trick wissen zu dürfen. Das heißt, wenn ihr einen Trick habt für 150 Euro, kann es sein, dass der nur 70 oder 60 Euro kostet. Diese Seiten werde ich aber erst später verraten, wenn
ich ein paar mehr Abonnenten habe. Dann werde ich auf jeden Fall ein Abo-Special genau mit solchen Seiten machen. Freut euch drauf! Ja, willkommen auf meinem Endcard. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es doch mit einem Daumen nach oben. Wenn nicht, mit einem Daumen runter. Wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, schreibt doch unten in die Kommentare, warum ihr einen Daumen nach unten gegeben habt. Ihr könnt natürlich auch schreiben, warum ihr einen Daumen nach oben gegeben habt. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Tipps, Tricks oder Anregungen, schreibt sie auch unten in die Kommentare. Ich werde sie mir auf jeden Fall durchlesen und werde diese dann auch beherzigen. So, ich werde euch nochmal ein Video verlinken. Hier oben kommt ihr zum letzten Video von dieser Tutorial-Reihe. Und hier oben kommt ihr nochmal zu Joker Let's Plays. Dieser macht wirklich richtig gute Intros. Das heißt, wenn ihr ein Intro braucht, nicht viel Geld habt, schaut auf jeden Fall auf den Kanal nochmal vorbei. Schreibt ihn an, er wird euch auf jeden Fall ein Intro machen. Ihr könnt natürlich auch am Gewinnspiel teilnehmen. Er hat zwischendurch mal ein paar Gewinnspiele. Vielleicht gewinnt ihr ja ein Intro, ein Banner, ein Profilbild oder sonstiges. Und ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Mein Intro hat er auch designt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns. Ciao. Thank you.